Hallo Friends und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich hoffe natürlich, dass es euch allen gut geht. Auf jeden Fall, ich werde mich jetzt fertig machen, weil ich später mit einer Freundin zusammen shoppen gehe. Und währenddessen dachte ich, kann ich euch mal wieder Storytimes erzählen von euch selbst, also von meinen Zuschauern. Ihr schreibt sie mir mal über Instagram und ich stelle sie euch dann einfach in diesen Videos vor. Ich will auch gar nicht eigentlich so lange herumlabern, deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt mit der ersten Story an. Nur noch ganz kurz, alle Stories werde ich in der Ich-Perspektive erzählen und die Namen sind natürlich alle ausgedacht, damit ihr anonym bleibt. Hey, mein Name ist Lorena, ich bin 17 Jahre alt und ich würde euch gerne eine richtig komische Geschichte erzählen, wie ich meinen Freund kennengelernt habe und auch wie ich mich in ihn verliebt habe, weil das Ganze war nicht so ganz normal. Wir gingen zusammen in die Schule und ihr müsst wissen, wir kannten uns davor schon 7-8 Jahre lang, aber ich habe ihn nie gemocht, weil er mich immer so krass geärgert hat. Irgendwann ging das Ganze so weit, dass ich es sogar als Mobbing aufgefasst habe. Es fing mit harmlosen Sachen an, wie dass er mir mal meine Spangen weggenommen hat und über sich gehalten hat, weil er natürlich viel größer war als ich. Aber irgendwann hat er dann auch mein Handy weggenommen und einmal hat er es sogar kaputt gemacht und sich nicht mal entschuldigt. Das Ganze wurde immer schlimmer, zum Beispiel hatte ich Hausaufgaben gemacht, der hat sie mir einfach weggenommen und vor mir zerrissen, so dass ich dann vor den Lehrern sagen musste, dass ich sie nicht geschafft habe und einen Strich bekommen habe für vergessene Hausaufgaben. Oder auch mitten im Winter, wo wir draußen unterwegs waren, hat er einfach seine Wasserflasche genommen und über mich ausgeschüttet. Und an demselben Tag bin ich dann tatsächlich noch krank geworden, weil meine Haare dann noch den ganzen Tag nass waren. Und ihn hat es nicht mal gekümmert. Ich habe angefangen, einen richtig krassen Hass zu ihm zu entwickeln. Aber immer, wenn ich mich bei Lehrern oder anderen Leuten beschwert habe, haben sie nichts dagegen unternommen, weil der Junge so beliebt war. Jeden Tag bin ich heulend nach Hause gelaufen und habe zu Hause die ganze Zeit nur geweint, weil es mir so schlecht ging und weil ich am nächsten Tag nicht in die Schule wollte, weil ich genau wusste, er würde weitermachen mit dem Mobben. An diesem einen Tag änderte sich dann aber plötzlich alles. Ich war mittlerweile 14 Jahre alt, er 15 und wir hatten ein Sportfest auf der Schule. Jede Klasse musste eine Aktivität vorbereiten, andere haben dann zum Beispiel Krebs verkauft oder Waffeln, irgendwelche Getränke oder auch Lose und unsere Klasse wollte dann etwas in der Turnhalle machen und zwar so ein Parcours, den man durchlaufen musste. Und so viel Pech ich auch hatte, war ich natürlich mit meinem Mobber zusammen in einer Gruppe, wir mussten nämlich den Start mithelfen. Als ich das erfahren habe, ist meine Laune wirklich so nach unten gesunken, weil ich absolut gar keinen Bock auf ihn hatte und eigentlich hatte ich mich richtig auf dieses Schulfest gefreut. Und die ganze Zeit wirklich hat er mich genervt. Entweder hat er mir in die Seite gepiekst oder irgendwelche Kommentare über meine Haare gemacht. Mittlerweile war ich sogar richtig insecure, weil er mir so oft erzählt hat, dass ich hässlich aussehe. Und dann einmal kurz, als ich nicht aufgepasst habe, hat er wieder mein Handy weggenommen und ich habe euch erzählt, dass er bereits einmal mein Handy kaputt gemacht hatte, deswegen hatte ich so Angst, dass er das wieder macht. Ich sagte ihm sofort, er solle mir das Handy zurückgeben und dann meinte er hingegen nur, ja okay, ich gebe es dir zurück, aber hol mir mal bitte aus der Umkleidekabine mein Wasser, ich habe Durst. Das Ganze ging schon wieder so gegen den Strich, weil ich halt nicht seine Sklavin sein wollte oder seine Dienerin, die ihm alles macht, aber ich wollte wirklich mein Handy zurückhaben, deswegen bin ich dann zur Umkleide gegangen, um ihm das Wasser zu holen. Woran ich aber in dem Moment nicht gedacht habe, ist ja, dass er ein Junge ist und ich ein Mädchen, das heißt, ich musste in die Jungsumkleide reingehen. Ich bin daraufhin einfach zurückgegangen und habe ihm das Ganze erklärt, dass ich ja gar nicht in die Umkleide rein kann, weil es eine Jungsumkleide ist und ich ein Mädchen. Aber ihn hat das Ganze nicht interessiert. Er hat nur angefangen zu lachen und zu sagen, ja, aber wenn du dein Handy haben möchtest, dann musst du da schon reingehen. Ich habe zuerst an die Tür geklopft, um zu schauen, ob jemand drin ist, aber es hat niemand geantwortet, deswegen bin ich ganz vorsichtig reingegangen und ich hatte Glück, da war niemand drin, deswegen konnte ich schnell die Wasserflasche holen. Natürlich hatte ich aber wieder keine Ahnung, welche Tasche von ihm ist, aber ich wusste auch, dass es nichts bringt, wieder zu ihm zurückzulaufen, um ihn zu fragen, weil er würde es mir eh nicht sagen, weil er es lustig findet, mich leiden zu sehen. Deswegen habe ich einfach in jede Tasche reingeschaut, weil ich ungefähr wusste, wie seine Flasche aussieht. Und genau in dem Moment ist ein Junge aus unserer Klasse reingekommen und hat sich richtig erschrocken, weil ich da drin war. Ich habe mich dann schnell umgedreht und gemeint, ich suche einfach nur die Flasche von dem Jungen, der mich immer mobbt. Er glaubte mir jedoch nicht und sagte dann einfach nur, hä, und was machst du dann gerade an meiner Tasche? Ich hatte auch noch das Pech und hatte gerade in seine Tasche reingeschaut gehabt, also von dem Jungen, der gerade reingekommen ist. Mir war das Ganze so unangenehm, dass ich nicht mehr wusste, was ich sagen soll. Ich fing an zu stottern und wollte dann einfach rausgehen, aber er hielt mich am Arm fest. Er machte die Tür zu, so dass uns niemand mehr sehen oder hören konnte und drückte mich plötzlich gegen die Wand und meinte, dass er genau wüsste, dass ich einen Crush auf ihn hatte. Und in dem Moment dachte ich mir wirklich nur so, was? Ich hatte absolut keinen Crush auf den. Ich fand den Typen sogar ein bisschen gruselig. Ich versuchte mich zu lösen, aber es funktionierte nicht, weil er natürlich viel größer und stärker war als ich und dann versuchte er mich auch noch zu küssen und ich fing an zu schreien. Aber es brachte nichts, weil mich eh niemand hören konnte, weil alle in der Turnhalle auch so laut schrien.
Er fing an, meinen Hals zu küssen und das Ganze war mir schon so unangenehm. Ich versuchte, ihn mit meinem Bein zu treten, aber es hat auch nicht funktioniert. In dem Moment fing ich an zu weinen, weil ich einfach so hoffnungslos war und ich dachte, ich müsste das Ganze jetzt über mich hingehen lassen, als dann plötzlich mein Maulbar in die Turnhalle kam, beziehungsweise in die Umkleidekabine. Als er den Jungen sah, der mich gerade am Hals küsste, rannte er ihn direkt um und tackelte ihn auf den Boden und ich erschrak so sehr. Er schrie den Jungen an und fragte nur so, was machst du da? Und der andere Junge meinte einfach nur, hä, siehst du doch, wir versuchen uns gerade zu küssen. Ich stand immer noch daneben und fing wieder an zu weinen, weil mir die ganze Situation so unangenehm war und vor allem ich war so verwirrt. Was zum Teufel ging hier gerade ab? Der Junge, der mich gerade eben noch geküsst hatte, konnte sich irgendwie befreien und rannte zurück in die Turnhalle und mein Mobber kam dann auf mich zu und fragte, was zum Teufel das gerade war oder ob ich was mit ihm hätte. Und in dem Moment fiel mir etwas auf, was mir davor nie aufgefallen war, und zwar war es Eifersucht. Er war gerade eifersüchtig auf den Jungen, der mich geküsst hatte. In dem Moment war ich aber so aufgewühlt, dass ich wieder anfing zu weinen und ich hatte einfach komplett die Nase voll von ihm. Ich war so sauer auf ihn und ich fing an, ihn für alles zu beschuldigen, dass ich in diese Umkleidekabine reingehen musste, dass ich seine Flasche suchen musste und dann an der Tasche von den Jungen war und auch, dass der Junge mich ohne meine Erlaubnis einfach geküsst hatte. Ich war so außer mir, ich stand kurz vor einer Panikattacke und dann passierte etwas, was ich niemals erwartet hätte. Und zwar kam er auf mich zu, umarmte mich und entschuldigte sich einfach aufrichtig bei mir. Direkt hörte ich auf zu weinen und war einfach komplett verwirrt. So, was zum Teufel will der Junge jetzt von mir? Ich habe gar nichts mehr verstanden. Die ganze Zeit hatte er mich gemobbt und jetzt plötzlich tat er so, als würde er mich mögen. Ohne irgendwas weiteres zu sagen, zog er mich einfach aus der Umkleide und ging mit mir oben am Park spazieren, obwohl wir da gar nicht hin durften, weil wir immer noch auf dem Schulfest sein sollten. Er fing an, sich für alles zu entschuldigen, was er mir jemals angetan hatte. Ich fand es krass, dass ich überhaupt an alles erinnern konnte, weil ich so viele Sachen schon vergessen hatte. Und dann gestand er mir tatsächlich, dass er Gefühle für mich hatte und keine Ahnung hatte, wie er damit umgehen soll. Also fing er an, mich jeden Tag zu nerven und zu ärgern, einfach nur um meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich war so geschockt, ich hatte keine Ahnung, was ich sagen sollte und nachdem er fertig war mit Reden, bin ich einfach nach Hause gegangen, weil ich so überfordert war. Ab dem Zeitpunkt bin ich zwar jeden Tag weiter in die Schule gegangen und habe ihn auch gesehen, aber er hat mich nicht mal mehr angesprochen oder genervt oder so. Und es hat sich so komisch für mich angefühlt, weil ich ja normalerweise jeden Tag damit beschäftigt war, von ihm genervt zu werden. Und das war auch die erste Woche, wo ich angefangen habe, ihn näher zu betrachten und mir aufgefallen ist, wie gut er eigentlich aussieht. Und tatsächlich, nach nur dieser einen Woche habe ich angefangen, Gefühle auch für ihn zu entwickeln. Ich hatte aber keine Ahnung, wie ich ihm das Ganze sagen soll, deswegen habe ich ihm am selben Nachmittag, wo ich das Ganze herausgefunden habe, ihm noch eine Nachricht geschrieben und wir haben uns dann angefangen zu treffen. Und nach einer kurzen Zeit sind wir tatsächlich zusammengekommen und es hat sich herausgestellt, dass er ein richtig guter Freund ist. Und jetzt, nach 2 Jahren, sind wir einfach immer noch zusammen und ich könnte wirklich nicht glücklicher sein. Er hat mir auch das Geld gegeben, womit ich halt mein Handy reparieren lassen musste, weil er es ja mal kaputt gemacht hatte und hat mich auch nie wieder irgendwie geärgert oder genervt und war so ein guter Freund. Er hat auch dafür gesorgt, dass der Junge, der mich ungefragt in der Umkleide geküsst hat, einfach von der Schule geschmissen wurde. Also der ist extra zur Schulleitung gegangen und hat mit denen so viel diskutiert. Mittlerweile fühle ich mich richtig sicher auf der Schule und bin auch richtig glücklich. Und was ich euch mit dieser Geschichte einfach erzählen möchte, ist, dass ihr, wenn euch Leute mobben, ihr das Ganze nicht zu ernst nehmen solltet, weil im Endeffekt vielleicht steht die Person ja einfach auf euch oder es ist einfach eine Form, dass sie irgendwie Aufmerksamkeit von euch haben möchte, warum auch immer. Trotzdem ist es natürlich nie in Ordnung, jemand anderen zu ärgern oder zu mobben, gerade wenn es so weit geht. Und deswegen solltet ihr immer darauf achten, dass ihr niemals die Grenzen von einer anderen Person überschreitet oder sie verletzt. Gehen wir direkt weiter zur nächsten Story. Hey, mein Name ist Sophie, ich bin 14 Jahre alt und vor einem Jahr ist mir etwas richtig Peinliches passiert. Das Ganze war auch noch an meinem Geburtstag und ihr müsst wissen, ich liebe Klettern über alles, deswegen habe ich meinen Geburtstag in der Kletterteile verbracht. Meine ganzen Freunde habe ich da natürlich mit eingeladen, meine Eltern haben mir bei allen geholfen und ich habe auch 2 Jungs aus meiner Klasse eingeladen. Der eine war mein Crush und der andere war der beste Freund von meinem Crush. Eigentlich wäre es komisch gewesen, meinen Crush einzuladen, weil wir nicht mal befreundet waren. Ich habe mich irgendwie nie getraut, aber mit seinem besten Freund hatte ich mich angefreundet gehabt und deswegen habe ich ihn zu meinem Geburtstag eingeladen. Und damit er nicht der einzige Junge ist, habe ich gesagt, er kann seinen besten Freund mitnehmen, meinen Crush. Mein Plan ist aufgegangen, ich habe mich so unfassbar gefreut und die beiden sind dann tatsächlich mitgekommen. Und an sich wäre es auch ein richtig schöner Tag geworden, weil alles war perfekt. Meine Eltern haben für Essen gesorgt, meine ganzen Freunde waren da, also niemand war krank oder hat abgesagt und ich habe auch richtig coole Geschenke bekommen und von meinem Crush habe ich sogar eine Halskette bekommen, die habe ich dann direkt angezogen und seitdem eigentlich auch nicht mehr abgelegt. Zu dem Zeitpunkt wusste ich aber noch nicht, was für eine Bedeutung diese Halskette hat, weil wie gesagt, wir waren davor nicht befreundet gewesen, wir haben fast kein Wort miteinander gewechselt. Ich wusste nicht mal, dass er weiß, dass ich überhaupt existiere, aber dazu kommen wir später nochmal mehr.
Wir haben erstmal einen Einführungskurs bekommen. Ich konnte zwar schon klettern, aber ein paar meiner Freundinnen nicht und wegen Sicherheit muss man halt diese Einführung machen. Und dann haben wir auch schon angefangen zu klettern und wir mussten Vierergruppen bilden. Das heißt, ich habe dann mit meiner besten Freundin, dann noch mit dem Jungen und halt meinem Crush zusammen eine Vierergruppe gegründet, sodass wir immer alle zusammen klettern konnten. Und es hat wirklich so unfassbar viel Spaß gemacht. Das Einzige, was ich nur an diesem Tag bereut habe, ist, dass ich meine weiße Leggings angezogen habe. Und Leute, das Schlimme ist passiert. Ich habe einfach mitten, als ich beim Klettern war, meine Tage bekommen. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Ihr müsst wissen, dass ich zu dem Zeitpunkt schon ein, zwei Mal meine Tage bekommen hatte, aber die waren so unfassbar unregelmäßig, dass ich keine Ahnung hatte, wann sie kommen und wann nicht. Und ich hatte immer nur sehr wenig geblutet. Deswegen dachte ich, selbst wenn ich jetzt meine Tage bekomme, würde es nicht so ein großes Problem sein. Das Problem war nur, dass ich plötzlich an diesem Tag richtig stark angefangen habe zu bluten. Und auf einmal, ich hatte nicht mal Bauchschmerzen oder irgendwelche Anzeichen. Ich habe gar nichts gecheckt. Und eigentlich habe ich meine Tage bereits vor 2 Wochen bekommen, deswegen hätte ich einfach niemals damit gerechnet, dass sie jetzt plötzlich nochmal kommen. Mein Körper hat aber in letzter Zeit generell verrückt gespielt gehabt und es ist ja normal, dass wenn man seine Tage zum ersten Mal oder die ersten paar Male bekommt, dass die noch nicht so regelmäßig sind. Sowas muss ich ja erstmal einpendeln und dein Körper muss sich auch dran gewöhnen. Trotzdem, wie das Ganze passiert ist, war einfach so unfassbar peinlich und zwar war ich dran mit Klettern und ich wollte natürlich einer der schwersten Wände nehmen, damit ich von meinem Crush angeben kann, dass ich so gut bin im Klettern. Am Anfang war auch alles in Ordnung. Ich habe angefangen zu klettern und währenddessen ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass die Strecke doch ein ganz Stück schwerer ist, als ich dachte. Deswegen habe ich sehr lange gebraucht, bis ich endlich oben war. Und während ich geklettert bin, kam mir schon etwas komisch vor, weil meine Freunde, mein Crush und halt sein bester Freund plötzlich ganz leise wurden. Die ganze Zeit haben sie sich unterhalten und dann plötzlich haben sie gar nichts mehr gesagt. Ich habe kurz runtergeschaut und habe nur gesehen, wie meine Freundin mich richtig komisch anstarrt oder mir irgendein Warnsignal gibt. Aber ich habe natürlich nichts verstanden, weil sie auch nicht laut sprechen wollte. Mein Crush und der beste Freund von meinem Crush haben einfach weggeschaut, was ich auch richtig komisch fand. Ich dachte mir nichts wirklich dabei und bin einfach weitergeklettert und als ich dann ganz oben war, habe ich denen gesagt, dass ich fertig bin und dass sie mich runterlassen sollen. Und ich weiß auch nicht, wie viel Pech man eigentlich auf einmal haben kann, aber es gab dann einfach ein Problem mit dem Seil an diesem Gerät, wo das Ganze dran gelassen wird. Weil das Seil hat einfach festgehangen an diesem Gerät und normalerweise muss man einfach nur den Mitarbeitern Bescheid sagen und die fixen das dann für dich. Aber die Person, die für den Geburtstag beauftragt war, war einfach gerade auf der Toilette und ist die ganze Zeit nicht wiedergekommen. Ich habe da bestimmt oben 5 Minuten gewartet oder so. Das heißt, jeder konnte die ganze Zeit meine Hose anschauen von unten, ja. Und meine beste Freundin hat die ganze Zeit wieder richtig gruselig zu mir hochgeschaut. Aber wie gesagt, ich hatte keinen Plan, was sie da meint oder was sie von mir will. Irgendwann ist der Mitarbeiter dann endlich gekommen und der hat einfach angefangen zu lachen. Also der hat mich low-key einfach ausgelacht. Ich wusste natürlich immer noch nicht, was los ist. Der hat mich dann runtergelassen und sofort ist meine beste Freundin auf mich zugekommen und hat gesagt, ey, ich glaube, du hast deine Tage bekommen. Man sieht einen roten Fleck an deiner weißen Hose. Ich habe mich einfach so erschrocken und in dem Moment hatte ich wirklich keinen Plan, was ich machen soll. Ich habe zu meinem Crush geschaut und der hat dann einfach schnell weggeschaut und so getan, als hätte er nichts gesehen. Aber wir beide wussten ganz genau, dass er es auch gesehen hat. Meine beste Freundin ist dann schnell mitgekommen auf die Toilette und hat meiner Mom auch Bescheid gesagt. Sie hat mir dann Wechselklamotten gegeben und eine Binde und dann war auch alles in Ordnung. Aber trotzdem, das hatten so viele Leute gesehen gehabt und in dem Moment war mir das richtig unangenehm. Als ich zurückkam, hat dieser Mitarbeiter einfach immer noch gelacht und meine Mom hat es dann auch gesehen und dann ein Wörtchen mit ihm gewechselt, dass das halt nicht cool ist, was er da gerade macht und das hat er dann auch verstanden. Also wirklich Props an meine Mutter. Ich fand sie in dem Moment so toll, weil sie sich richtig krass für mich eingesetzt hat. Mein Crush und sein bester Freund haben weiter so getan, als hätten die einfach nie was gesehen. Und Leute, bis heute haben wir kein Wort darüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie wir es hinbekommen haben, aber die haben es einfach nie erwähnt. Und wir wussten halt alle, dass die es auch gesehen haben. Ansonsten ist alles gut an diesem Abend verlaufen. Ich bin dann ins Bett gegangen und mir war das Ganze so unangenehm. Aber dann habe ich plötzlich eine Nachricht von meinem Crush bekommen. In dieser Nachricht hat er mir nochmal herzlich zum Geburtstag gratuliert und gemeint, dass er heute super viel Spaß hatte. Und auch, dass wir nochmal was in dieser Vierer-Konstellation machen sollten, weil wir uns alle so gut verstehen und so viel Spaß hatten. Also damit meinte er einfach, dass meine beste Freundin und ich öfters was mit ihm und seinem besten Freund zusammen unternehmen sollten und ich habe mich so gefreut, denn von dem Zeitpunkt aus haben wir richtig viel zu viert unternommen. Wir waren zusammen im Schwimmbad, im Kino, zusammen shoppen und haben auch Übernachtungen gemacht und ich kam meinem Crush dadurch immer und immer näher. Das Ganze ging so lang weiter, bis es irgendwann klar war, dass wir Gefühle füreinander hatten und wir dann noch schließlich zusammengekommen sind und an unserem ersten Jahrestag hat er dann tatsächlich gesagt, ich soll mal die Kette aufmachen, die er mir zum Geburtstag geschenkt hatte. Ich hatte euch ja erzählt gehabt, dass ich die Kette, welche er mir zum Geburtstag geschenkt habe, nie abgelegt habe, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was für eine Bedeutung diese Kette hat, weil ich ja nicht mal wusste, dass er weiß, dass ich existiere. Ich wusste auch nicht, dass man dieses Amulett da aufmachen kann und als ich dann da reingeschaut habe, stand da einfach ein kleiner Zettel mit "Ich liebe dich". Als ich das gesehen habe, habe ich einfach nur angefangen zu heulen, weil
weil ich das Ganze so unfassbar süß fand. Leute, mein Crush war einfach schon von Anfang an in mich verliebt und ich wusste das nicht mal. Bis heute bin ich glücklich mit ihm zusammen. Übrigens, meine beste Freundin ist einfach mit seinem besten Freund zusammengekommen. Und was ich euch mit dieser Geschichte einfach nur sagen möchte, ist eigentlich, dass euch, wenn ihr eure Tage habt, euch das niemals unangenehm sein sollte, weil das halt was komplett Normales ist und etwas Natürliches. Kein Mädchen kann irgendwas dafür, deswegen sollte es euch auch nicht unangenehm sein. Und falls ihr irgendwelche Menschen trifft oder auch eine Freundin, die dasselbe Problem hat, dann bitte helft ihr. Und das war's tatsächlich auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, diese Storytimes haben euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr auch eine für mich habt, dann schreibt sie mir gerne über Instagram. Vielleicht seid ihr dann in meinem nächsten YouTube-Video mit dabei. Und keine Sorge, ihr bleibt natürlich anonym. Generell, wenn euch dieses Format gefällt, dann zeigt mir das Ganze mit einem Daumen nach oben und dann verspreche ich euch, mache ich noch mehr davon und folgt mir auch gerne, falls ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt. Ich freue mich auch wirklich über jeden einzelnen Kommentar und versuche so viele wie möglich immer durchzuliken und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!